Ja, hallo Freunde der Nacht. Willst du auch wissen, wie ich meine doch früher erheblichen Themen rund um Liebeskummer überwunden habe? Dann bleib dran, weil ich kann dir sagen, ich hatte wirklich in zwei Beziehungen in meinem Leben den Liebeskummer des Grauens mit nicht mehr schlafen können, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr essen können. Und ich würde sagen, habe das alles überwunden. Und die wichtigsten Tipps hörst du jetzt hier heute. Ja, mein Name ist Christian Hemschemeyer, ich bin Paartherapeut und Diplompsychologe und Beziehungscoach, obviously. Und ja, vielleicht kennst du mich noch nicht, weil das ist jetzt mal wieder so ein Grundlagenvideo, mache ich immer ab und zu mal, wenn du mehr über mich wissen willst und auch speziell über Liebeskummer, verlinke ich auch nochmal meinen Kurs hier drunter, den schon viele tausend Leute gemacht haben. Hab nie wieder was groß dran geändert. Ist einfach in Stein gemeißelt, weil bei Liebeskummer kann man wirklich ganz konkrete Sachen sagen, die dir helfen werden. Aber erstmal zu mir. Also ich mache Paartherapie und Singleberatung jetzt schon seit 25 Jahren ungefähr. Ich interessiere mich einfach mega für den Bereich. Und ja, wie das, glaube ich, auch notwendig ist, hat das Universum mich auch in die Lehre geschickt mit vielen auch schlimmen Beziehungen. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, bin da auch mega dankbar für, muss ich sagen. Also, wenn man da drinsteckt, ist man natürlich nicht so dankbar, aber ja, im Endeffekt schon. Und ich würde mal sagen, ich hatte drei richtig toxische Beziehungen in meinem Leben. Und nach der ersten, ich weiß gar nicht, wie lange das, ich habe noch 10 Jahre von der Frau geträumt. Also wirklich, das war ganz schlimm. Nächste Sache, viel, viel später in meinem Leben, auch kurze Beziehung, 8 Monate, Liebeskummer des Grauens, wirklich ganz schlimm. Also da habe ich auch zum ersten Mal dieses erlebt, was für mich mittlerweile ein sicheres Zeichen ist für toxische Beziehungen, dass du plötzlich die ganze Nacht nicht mehr schlafen kannst. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht mehr schlafen, also auch schon am Ende der Beziehung, weil einfach alle Alarmzeichen an sind, dein Bauchgefühl immer nur Alarm, 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 Alarm. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht schlafen. Grausam, 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 grausam. Und bei der dritten nichts mehr. Ich würde sagen, also das heißt nichts mehr, ein bisschen Liebeskummer ist normal, aber ich würde sagen, ich habe das Thema komplett in den Griff bekommen und durch wirklich Umstellung meiner Gedanken, sag ich mal, und auch der Arbeit mit Standards und Dealbreaker, da gehen wir jetzt heute mal nicht so viel drauf ein, was ja Kernpunkt meiner Arbeit ist, in der Umprogrammierung des Liebeschips, wie ich das immer nenne, wenn du dein Beuteschema ändern willst. Ja, habe ich es wirklich erreicht, dass es, weiß ich nicht, nur noch 10%, also 5% war von dem sonst. Und ja, das will ich dir gerne, die müssen hier weitergeben, mein Wissen. Ich werde viele Sachen sagen, wenn du tiefer gehen willst, komm einfach in den Kurs rein. Ich habe es auch extra total günstig gehalten, mein Liebeskummer-Kurs. Der ist ja auch bei anderen teilweise sehr teuer, aber ich finde, Liebeskummer sollte echt für jeden wirtschaftlich erreichbar sein, so ein Kurs, weil das ist einfach so ein Elend, es geht einem so schlecht und naja. Gut, ich werde erstmal ein bisschen was sagen über so ein paar Mythen rund um Liebeskummer. Dann werde ich ganz konkrete Tipps sagen und dann noch vielleicht so ein paar psychologische und am Ende, wer es noch hören mag, auch spirituelle Erkenntnisse, weil das ist schon, also im Liebeskummer, man kann plötzlich, soll ich mal sagen, tiefe Einblicke ins Leben halten, weil gerade wenn es einem sehr schlecht geht, ist manchmal so ein plötzlicher Switch im Kopf, wo man Sachen ganz anders sieht, ist manchmal sehr nah, ne? Wenn man so komplett durchgeschüttelt ist. Aber gut, fangen wir erstmal an mit den Mythen. Also ich glaube, der größte Mythos ist, sagt Liebeskummer irgendwas aus, wie toll die Beziehung war. Da würden, glaube ich, die meisten sagen, je mehr Liebeskummer, je toller war die Beziehung. Nichts ist falscher als das. Das ist, als wenn du sagen würdest, je länger die Milch in der Sonne stehen bleibt, umso besser schmeckt sie. Also das ist so falsch wie nur irgendwas. Meine Erfahrung ist, und ich glaube, dass wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, wirst du da auch schnell zu kommen, hängt Liebeskummer sehr stark ab von der, ich sag mal, von der Toxizität der Beziehung, ne? Je toxischer, je mehr Liebeskummer. Je beschissener die Beziehung ist, je beschissener ist die Trennung. Und was heißt Toxizität? Das heißt,
vor allen Dingen das Ausmaß an Hot and Cold, da kann auch nicht immer jeder was dafür, also manchmal entsteht Hot and Cold, auch wenn beide die besten Absichten hatten, beide Partner oder Partnerin die besten Absichten hatten, kann trotzdem Hot and Cold entstehen aus der psychologischen Dynamik und Hot and Cold führt eben in unserem Gehirn zum schnellen Wechsel von Angst, Stressgefühle, plötzlich wieder eine heiße Nacht, wird wieder aufgelöst in Sex und Wiedervereinigung und dann das Gleiche von vorne. Und das macht unser Gehirn sehr schnell sehr süchtig. Also vor allen Dingen, weil die Natur hat uns eben auch diesen starken Bindungswunsch mitgegeben, sonst hätten wir dieses ganze Problem ja nicht, weil die Natur irgendwie meint, der Mensch soll nicht allein sein, soll sich natürlich auch gefälligst fortpflanzen und dann aber am besten noch ein bisschen verbunden bleiben, nicht nur fortpflanzen. Deswegen ist also dieses Ganze rund um Verlieben und auch Entlieben ist auch ein sehr körperlicher Prozess, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf. Ja, also dieses kennt jeder, der schon länger in der Spielhalle war. Oder gibt es so viele Sachen im Leben, ja, wo du im Hundetraining, wo du angefüttert wirst mit Leckerlis und dann werden die entzogen und was weiß ich. Also dieses Heiß und Kalt führt halt zu einer ganz starken Bindung an den Partner, ohne dass es eine gute Beziehung sein müsste. So, ne? Und wenn das eben aufgelöst wird, da kann man kann wirklich diesen Begriff benutzen, du gehst durch einen Entzug durch. Das ist wieder ein Entzug von einer Droge. Wovon bist du entzogen? Von körpereigenen Drogen, also sei es jetzt Adrenalin, Serotonin, Noradrenalin, Ephedrin, Dopamin natürlich. Das heißt, so deinen schönen Drogencocktail, den du immer gehabt hast, gerade in diesen Heiß-Kalt-Beziehungen, wird dir komplett entzogen und du gehst durch einen wirklich buchstäblichen Entzug durch. Und das sind eigentlich diese Liebeskummer. Symptome. Letztlich ist es auch was Gutes, weil gesagt, du bist so durchgeschüttelt, dass wenn das so richtig krass ist, man denkt einfach, also da muss jetzt was, ich muss an mir arbeiten, ich muss was machen, kann ganz viel Motivation daraus entstehen. Aber tatsächlich ist es so, dass gute Beziehungen, also nicht, dass man da keinen Liebeskummer hätte und man geht ja nicht aus Spaß auseinander, aber eine vernünftige, eine stabile Beziehung, wenn beide Partner zum Erkenntnis kommen, boah, das haut irgendwie nicht hin. Oder auch so unteraktivierte Beziehungen, die sehr freundschaftlich und stabil geprägt sind, die können auch sehr geräuschlos auseinandergehen. Das kann auch irritierend sein, dass man sagt, boah, wieso kann ich mich jetzt so gut trennen? Das ist aber eigentlich ein Zeichen, ja, dass es friedlicher war. Ne? Also viele Liebeskummer-Klienten haben mir gesagt, es ist schlimmer, als wie meine Mutter gestorben ist, obwohl das irgendwie nur eine 18-Monats-Beziehung war. Wie kann das sein? Ja, weil es eben von der Toxizität abhängt und es ist eben auch nicht nur heiß und kalt. Ich meine, ich will da jetzt heute nicht so drauf eingehen, aber sicherlich addiert sich dazu auch alles rund um Manipulation, Gaslighting, Future Faking, ich gehe jetzt heute mal nicht so ein auf diese Begriffe, aber klar, wenn du stark manipuliert wirst und so der ganze Boden sowieso ständig wackelt in der Beziehung, das addiert sich auch sehr zur Toxizität und zu diesem grässlichen Liebeskummer, wo man auch komplett aus dem Ruder laufen kann, ne? Wo man also nicht nur nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten, sondern es kann wirklich die ganze psychische Struktur richtig auseinander oder man hat plötzlich irgendwelche psychischen Themen, die man vorher nicht hatte, sag ich mal. Zum Beispiel obsessives Nachdenken darüber gehört ja auch stark dazu. Und genau, vielleicht an dieser Stelle auch mal einmal gesagt, wenn es natürlich gar nicht geht, holt euch Hilfe, geht in eine Beratungsstelle, geht zu eurem Hausarzt, geht zum Psychotherapeuten. Also Liebeskummer ist schon, kommen wir gleich noch zu, meistens zeitlich begrenzt. Und man sollte auch nicht scheuen, sich da gegebenenfalls Unterstützung zu suchen. So, der zweite Mythos habe ich schon angerissen. Zeit heilt alle Wunden. Ja, das ist grundsätzlich richtig, hängt aber auch davon ab, was du in dieser Zeit machst. Und ich kann euch sagen, wenn ihr all das macht, was ich hier anreiße oder auch in meinem Kurs sage, kann man positiv davon ausgehen, dass sich der Liebeskummer deutlich verkürzen wird. So, ne? Nicht, dass er nicht mehr da ist, also von heute auf morgen verschwindet. Es hängt wirklich ganz stark davon ab,
zum Beispiel, wie sehr du deinen Partner auf den Podest stellst, wie sehr du im Nullkontakt bleibst oder nicht. Du kannst wirklich buchstäblich Monate und Jahre lang Liebeskummer haben. Es ist absolut möglich. Wenn du einfach nicht aufhörst, die gleichen Sachen zu machen, zum Beispiel immer wieder sagst, das war aber der geilste Mann, der auf der Erde wandelt irgendwie und dich da auch nicht von abbringen lässt und auch wenn du manipuliert worden bist, es bleibt immer der Tollste oder du denkst oder du tagträumst jeden Tag über den tollen Sex, den ihr dreimal hattet, ja, dann kannst du buchstäblich jahrelang Liebeskummer haben. Habe ich erlebt bei Menschen, traurig. Du kriegst die da auch nicht von runter, ne? Also das ist deren Identität dann und echt traurig. Genau, dritter Mythos, Liebeskummer ist so ein kontinuierliches Event, sag ich mal, was so langsam abflaut. Nee, ist es nicht so, gerade wenn du so weiter voranschreitest in deiner Liebeskummerbewältigung, ist es eher so, dass der plötzlich da ist und plötzlich weg ist, der Liebeskummer. Also du hast vielleicht, was weiß ich, die ersten Wochen hast du vielleicht 24/7 Liebeskummer und dann ist vielleicht am 22. Tag so, dass du es eine Stunde vergessen hast. Du hast Sport gemacht, keine Ahnung, du hast es plötzlich vergessen, fällt es dir wieder ein, ist wieder genauso schlimm. Und diese Inseln, die dehnen sich aus, so, ne? Dann hast du, denkst du mal 3-4 Stunden nicht dran, so, ne? Und irgendwann denkst du den ganzen Tag nicht mehr dran. Und dann weißt du, okay, Schlimmste ist vorbei. Aber, also, diese Art, wie die Psyche damit umgeht, heißt auch, ja, es kann sein, dass du 3 Wochen keinen Liebeskummer mehr hattest und plötzlich ist er wieder am nächsten Tag wieder voll da und du weißt auch nicht so richtig warum. Manchmal findet man einen Grund, dass man, weiß ich nicht, doch an irgendwie was angetriggert hat oder man hat irgendeinen Geruch gerochen aus der Zeit. Manchmal sind es wirklich so verrückte Sachen. Oder du hast doch wieder in Fotos rumgewühlt, bums, ist der Liebeskummer wieder voll da. Man denkt, ich fange jetzt, das ist jetzt was, ich fange wieder von vorne an. Und ja, aber du musst einfach weitermachen und dann, ja, dünnt es sich auch immer weiter aus. Wie lange kann Liebeskummer dauern, selbst wenn man alles richtig macht? Also absolut hochtoxischen Beziehungen, kann ich, ist so meine Erfahrung, gibt es jetzt, wüsste ich nicht, dass es Bücher drüber gibt oder so, keine Ahnung, aber meine Erfahrung ist 18 Monate, es kann bis zu 18 Monate dauern. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht schon eine neue Beziehung haben kannst, das heißt jetzt nicht, dass nicht 90% deines Lebens schon wieder völlig in Ordnung ist, aber dass es wieder so Flashbacks gibt in Liebeskummer, das kann, selbst wenn du auf null Kontakt bist und alles, will jetzt auch niemanden erschrecken, du kannst schon wieder ein super Leben haben, ne? Aber es kann tatsächlich, dass man sich wundert, dass es manchmal echt lange dauert. Bei längeren, höchst toxischen Beziehungen kann es durchaus 18 Monate dauern. Ja, und der dritte Mythos, Liebeskummer ist ein rein psychologisches Event. Nee, es ist ein ganz stark körperliches Event, wie gesagt, wo du von diesen Drogen entzogen wirst und deswegen läuft es auch ein bisschen wie ein Drogenentzug. Vierter Mythos, ganz wichtig, sagen auch viele Kollegen, mich komplett anderer Meinung, man soll so in den Schmerz reingehen. Das mache ich aber bei ganz vielen psychischen Themen irgendwie richtig sein, was das ist. Wenn du Ängste hast, dann stellst du dich deinen Ängsten und so. Liebeskummer funktioniert das anders, weil es eine Sucht ist und keine Angst oder so. Da ist Vermeidung tatsächlich besser. Ne? Ich bin ein ganz großer Freund, kommen wir auch schon zum ersten Tipp, von Ablenkung. Ablenkung, Ablenkung. Guck dir irgendwie eine sinnlose Serie an, Raumschiff Enterprise, 1 bis 500, irgendwas total harmloses. Was ist denn die Serie, die ich damals geguckt habe? Boah, das ist peinlich jetzt. Komm jetzt nicht drauf, so eine Mutter-Tochter- Serie, schreibt bestimmt jemand in die Kommentare, so ein Klassiker, wo es wirklich, ich weiß nicht, 300 Folgen von gab, irgendwie total harmlos, wenig Dating-Content. So. Einfach reinkippen, weil du musst vor allen Dingen Zeit gewinnen, ne? Und du möchtest nicht über deine Beziehung nachdenken, wo es einfach nichts mehr nachzudenken gibt. Deswegen, nee, reingehen, also es würde was nützen, dieses Reingehen, wenn du dich nur auf dieses Entzugsmoment, also auf diese emotionale Sache fokussieren würdest. Aber die meisten Menschen, ich nenne das immer so, verkleben diese Emotionen mit Gedanken. Und sobald du wieder Gedanken reinbringst, wie, ach, das war so und so und ich sollte das tun und vielleicht war es doch ein Fehler oder vielleicht dann fällt dir wieder was Positives ein. Sobald du das verklebst mit Gedanken,
kommt dann nur morgens bei raus. Deswegen ganz großer Freund von Ablenkung. Mit Ablenkung ist aber nicht gemeint, Alkohol trinken oder sowas. Ne? Das kann alles noch viel schlimmer machen. So, ne? Gut, haben wir die Mythen. Kommen wir jetzt mal, was kannst du denn genau tun? Also Ablenkung, ganz großer Thema. Dann das Allerwichtigste ist natürlich null Kontakt. Also das ist wirklich die eine Regel, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass je weniger Kontakt hast, selbst wenn es nicht so toxisch war, selbst wenn du denkst, vielleicht können wir irgendwann befreundet sein, gönn dir mindestens 3 Monate null Kontakt. Wenn es toxisch, wenn es wirklich aus meiner Definition toxische Beziehung war, meine Definition ist ja, die Beziehung hat dich liebessüchtig gemacht, dann hast du sowieso Horror-Liebeskummer, dann, also du kannst dich gerne so ein bisschen bescheißen, indem du sagst, ja, 3 Monate kein Kontakt, 6 Monate Kontakt, Spoiler Alert, das heißt lebenslang kein Kontakt, ne? Weil, also du musst jetzt auch nicht denken, nur weil dann jemand, weiß ich nicht, 5 Stunden irgendwie beim Chakra-Coach war oder so, dass sich dann jemand verändert hätte, wenn es so richtig toxisch war. Und du könntest die Beziehung dann wieder aufnehmen und dann reitet ihr glücklich in den Sonnenuntergang. Wird nicht passieren. Also geh mal von aus, von lebenslang null Kontakt. Und null Kontakt, da ist natürlich auch keine Social-Media-Kanäle. Das heißt auch, dass du nicht da rumläufst, wo dein Ex vielleicht rumläuft. Du darfst auch gern vermeiden. Ne? Man darf vermeiden bei Liebeskummer. Du kannst sagen, ich gehe jetzt 3 Monate nicht ins Sportcenter. Ich mache woanders Sport, weil ich will den da einfach nicht treffen. Total in Ordnung. Manche wechseln, also ich habe auch schon die Stadt gewechselt, deswegen. Und ja, das ist alles in Ordnung, ne? Hauptsache, du kommst da raus aus der Scheiße, ne? Weil toxische Beziehungen können einen komplett fertig machen. Ja, dann runter vom Podest nehmen. Wie gesagt, gehst du nur ganz kurz darauf ein. Solange du denkst, dass dein Ex die letzte Cola vor der Wüste war, keine Chance. Wirst du immer denken, es war was ganz Besonderes. In dem Moment, wo du aber denkst, hey, da, okay, es war einfach eine dreckstoxische Beziehung. Was soll ich dazu sagen? Ne? Es war scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Ja, der Bus ist jetzt abgefahren. Es wird auch ein neuer Bus kommen. Ich werde eine neue Beziehung haben, höchstwahrscheinlich irgendwie. Und ja, jetzt ist es fein. Ich bin fein. Es war jetzt nicht der besondere Mensch. Ich bin dankbar für die Erfahrung. Aber jetzt freue ich mich auf das Neue. Wenn du sowas denkst, wirst du nicht mehr so viel Liebeskummer haben. Ne? Dann als nächsten Punkt irgendeine Art von Stopp von diesem Gedanken, weil du musst nicht nur innerlich, äußerlich auf Nullkontakt sein, du musst auch innerlich auf Nullkontakt sein. Ne? Das heißt, innerlich auf Nullkontakt heißt, du denkst nicht den ganzen Tag drüber nach. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich das machen? Ich denke 24/7 drüber nach. Und ja, da habe ich eine Übung, nennen die immer so Rote Kreuzübung, ist bei mir im Kurs drin. Gibt auch andere, die quasi einen ähnlichen Job machen würden. Es gibt tatsächlich hervorragende verhaltenspsychologische Methoden, wie du dein Denken verändern kannst. Funktioniert erstaunlich gut, das sollte man gar nicht meinen. Und kommen wir auch schon zur spirituellen Übung, die geilste spirituelle Übung, die ich kenne, Bänder trennen. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht groß drauf ein, ist auch in meinem Kurs drin. Ist, ja, gibt's auch schon länger, als es mich gibt. Ja, sie gibt schon, ich vermute, seit tausenden von Jahren. Also das ist, dass du dir also durch so eine Mentalreise gehst oder in so eine Trance begibst, wo du dir vorstellst, dass du irgendwie verbunden bist mit diesen Menschen durch Bänder. Also man sieht dann auch irgendwas, manche sind dicke, schwarze Schläuche oder ich weiß nicht was. Und du diese Bänder durchtrennst. Denkst du vielleicht, was soll das bringen? Es ist unfassbar, das ist eine der stärksten Übungen, die ich persönlich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann euch gar nicht sagen, ich würde sagen, es sind hunderte Menschen, die mir geschrieben haben, nachdem sie diese Übung gemacht haben. Nicht nur, dass sie eine große Entlastung bekommen haben vom Liebeskummer, sondern dass sich der Ex plötzlich gemeldet hat. Also nicht, dass sich der Ex melden soll, überhaupt nicht. Ihr wollt nichts mehr mit dem zu tun haben, kein Ex zurück. Also müssen wir gar nicht drüber reden hier auf meinem Kanal. Aber es passiert. Warum? Weil diese Person das spürt, dass du die Energieleitung durchtrennt hast zwischen euch. Ne? Und nicht mehr, also man hat dieses Gefühl manchmal, wann sollte man Bänder trennen? Also man sollte es eigentlich immer machen, aber wann merkt man es besonders? Wenn du bist auf Nullkontakt, du machst all das, was empfohlen wird, ne? Was ich auch empfehle. Und trotzdem hast du das Gefühl, es fließt weiter Energie ab zu dieser anderen Person. Und das soll dieses Bändertrennen stoppen. Und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr mir sagen, ihr glaubt immer nicht an die Kügelchen aus der Apotheke. Alles gut.
Bänder trennen ist eine Kick-Ass-Methode, wirklich, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Gut, last but not least, Prävention von Liebeskummer. Programmiere dein Liebeschip um, mach meinen Kurs Umprogrammierung des Liebeschips und was daraus folgt. Nutze jetzt wirklich die Gelegenheit, da zu heilen, zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Date nicht gleich wieder, wenn du zu früh wieder datest, super hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Gleiche wieder passiert. Und arbeite ein bisschen lieber an deinem Freundeskreis, arbeite am Gesunden, schon schwierig genug heutzutage, arbeite an gesunden Kontakten, die nicht so mit Sex, Drama und so weiter durchsetzt sind. Ja, bau dir ein nice, geiles Leben auf, dann wird der nächste Liebeskummer nicht so schwer sein. Genau, also bei mir, noch ein bisschen, schon so lang hier, ein bisschen anekdotisch, also wie gesagt, musste Angst auch zugeben, mein erster schlimmer Liebeskummer, das war meine zweite Beziehung in meinem Leben. Ich war Anfang 20 oder Mitte 20 dann schon nach dem Ende. Und habe ich auch mal in Büchern beschrieben, also ich habe da überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber der Frau, gar nichts. Ist leider inzwischen auch schon tot, also, aber es war einfach furchtbar. Ich wusste auch gar nicht, was mir da passiert. Es war so, ich kann mich auch nicht in die Details nicht mehr erinnern, nur dass ich eigentlich die ganze Beziehung mich schon, also eigentlich vom ersten Date, mich schon so völlig addicted gefühlt habe. Und es war wirklich schlimm, es war wirklich schlimm. Und das zog sich, natürlich ging das dann auch über in On-Off-Beziehungen. Und ich weiß, das war 1992, 93, keine Ahnung, gab es nichts. Also in Deutschland, in Amerika schon, gab es nichts über Liebessucht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fühle mich wie so ein Junkie, was ist denn da los? Und dann hatte ich schon Psychologie studiert und habe mich dann in der Uni-Bibliothek gesucht und auch damals meine Ausbildung angefangen. Und ja, zum Glück, der Ausbilder kannte sich da auch schon ein bisschen mit aus. Bin ein bisschen auf die richtige Spur gekommen, gleich schon. Das ist eben auch so ein Suchtprozess ist, aber trotzdem, es war so schlimm. Also es war, ich dachte, ich komme da einfach nicht raus aus dieser Beziehung. Ne? Jedes Mal grässlicher Liebeskummer, wieder connected und nur ihre Stimme gehört, war schon wieder Bomb. Es war schon wieder so, oh Gott, wie schrecklich, ey. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und irgendwie war ich, also ich habe mich da zwar raus, also auch durch einen Stadtwechsel dann raus manövriert aus dieser Beziehung. Aber glaubt es mir oder glaubt es nicht, ich habe 10 Jahre von der geträumt irgendwie, ne? Und echt ein bisschen gruseliger, ja, irgendwann hat sie sich verabschiedet im Traum und ich meine, das wäre auch die Zeit gewesen, wo sie dann gestorben ist. Echt krass, wirklich, ey. Das, boah, berührt mich immer noch. Krass, 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 ey. Aber ich dachte immer, ja, irgendwann kannst du ja mal zu der zurückgehen. Heute denke ich, oh Gott, wir haben, also ich habe, wie gesagt, überhaupt kein negatives Gefühl mehr. Wir haben uns da gegenseitig eingeschenkt. Wir haben bestimmt gelernt daraus und keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie wichtig ich hier war. Fragt man sich ja immer danach dann. Aber es war wirklich schlimm. Es war echt schlimm. Und dann hatte ich, wie gesagt, deutlich später, als ich wieder angefangen habe zu daten, nach meiner langen Beziehung, auch nochmal, auch da keinerlei negative Emotionen. viel kürzere Beziehung. Ich bin dieser Frau extrem dankbar, weil sie hat eigentlich mein ganzes Programm beeinflusst, weil sie einfach diese ganzen Sachen, über die ich hier rede, so so eine Reinkultur gezeigt hat, dass ich daraus viele Kurse machen konnte. Deswegen vielen Dank nochmal an dich. ist wirklich gut. Aber es war, ja, war viel kürzer. Weiß ich nicht, 6, 7, 8 Monate maximal. Horror. Das war tatsächlich, wo ich das, ich habe da aber vorher immer nur von gehört, von, dass man nicht mehr schlafen kann und so. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich ins Bett gegangen, die ganze Nacht wachgelegen und ich habe einen super Schlaf normalerweise. Ne? Boah, das war so schlimm, aber da, wie gesagt, bin ich auf das richtige Material gestoßen, habe ich ja dann auch fortgebildet mit Coaches auf der ganzen Welt, weil ich es auch echt psychologisch durchdringen wollte, meine Kurse gemacht und alles. Und war scheiße, war richtig scheiße, war dann aber auch, habe exakt das angewendet, was ich hier sage, deutlich verkürzt, wirklich so. Ne? Und das dritte Mal
Ja, das war jetzt eine Beziehung. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da keine negativen Gefühle mehr habe, aber egal. Da gibt es schon eine Menge negative Gefühle, aber ich bin gar nicht mehr, obwohl das auch super toxisch war, bin ich da gar nicht mehr reingekommen. Ne? Ich bin gar nicht mehr reingekommen in diese, auch innerhalb der Beziehung, dieses abhängige Gefühl schon gar nicht mehr gehabt, obwohl das eigentlich genauso war wie vorher auch. Ganz krass mit Standards und Dealbreakern gearbeitet, aber das ist ein anderes Thema. Und eigentlich, also ich würde es nicht sagen, dass ich jetzt gar keinen Liebeskummer hatte, aber super wenig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht ab und zu mal dran denkt, irgendwie, doch, natürlich. Auch ein wichtiger Lehrmeisterin gewesen. Aber das war schon echt. Auf noch ganz anderen Ebenen krass, aber gut. Genau. Also, es gibt wirklich ein definiertes Vorgehen, was euch da weiterbringen wird. Nutzt es. Und ich kann euch nur sagen, gebt den Gegenwert von 2 Dönern aus und holt euch auch noch den Liebeskummerkurs. Da sind diese ganzen Übungen drin. Es wird auch nochmal 1:1 durchgeführt. Und ja, das ist mein zweiterfolgreichster Kurs, glaube ich, nach Umprogrammierung des Liebeschips. Weiß nicht. Deutlich über 5, weiß nicht, 6, 7.000 Leute drin, keine Ahnung. Sind ja nicht umsonst drin, weil es wirklich was nützt. Macht die folgenden Kurse, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.